Ja, es gibt nichts über Siege. Deswegen ist das Gefühl richtig gut. Wir wussten ja schon gar nicht mehr, wie das ist, wenn man gewinnt. Liegt ja schon eine Weile zurück und von daher gut, richtig gut. Das war natürlich ein super Einstieg für mich. Die Mannschaft hat mir das Leben heute einfach gemacht, da sie ein super Spiel hingelegt hat. Und die Zuschauer haben uns auch gut angefeuert. Und von daher war das eigentlich für mich ein guter Einstieg. Das Kollektiv war heute richtig gut. Ich möchte da keinen hervorheben, das weiß die Mannschaft auch, weil es geht nicht um den Einzelnen, sondern immer um die Mannschaft. Und als Mannschaft sind wir heute unheimlich geschlossen aufgetreten und dadurch auch verdient als Sieger vom Platz gegangen. Ja, ich bin glücklich einfach. Das ist einfach wieder gelungen, Tore zu schießen. Wenn du machst zwei Tore, Mannschaft gewinnt, dass es dann einfach passt. Vor dem ersten Spiel hat dir der Trainer da irgendwas Besonderes mitgegeben? Was hat er gesagt vom Spiel? Ja, der hat mir halt gesagt, dass ich Gas geben soll und erstmal über das Kämpferische kommen soll und mir sonst keine weiteren Gedanken machen muss. Ich hätte heute nichts Besonderes machen müssen oder mir nicht zu viel vornehmen müssen, einfach nur Gas geben und für die Mannschaft spielen. Ja, wir sind gewusst, dass Heidemann sehr stark ist, spielt sehr stark ist, Mannschaft, und wir wollten sofort von der ersten Minute Druck zu machen. Wir spielen zu Hause, wir wollten dir zeigen, das ist unser Heim, dass wir sind bis jetzt noch nicht verloren hier, und das ist einfach von der ersten Minute, wenn du erste Minute Tor machst, dann wird es auch einfacher. Die muss auch nach vorne suchen, wir können auch dann ein bisschen Räume kriegen, das ist schon klar. Aber letztendlich ist es so, wir sind heute 90 Minuten kämpferisch sehr gut gearbeitet, wir hatten viele Chancen und letztendlich hat wir uns mit Sieg belohnt. Wir waren richtig heiß, der Trainer hat uns super eingestellt und das frühe Tor spielt uns natürlich gut in die Karten. Da waren wir halt auch super im Spiel. Was lustig ist halt, dass der Trainer sagt, wir gehen ins Spiel, wenn wir schon einen Mann weniger wären. Weil da haben wir immer sehr, sehr gut ausgesehen. So haben wir auch gespielt, ähnlich wie damals gegen Burghausen. Und alles in allem verdienter Sieg.